Froh, dass Dr. Lawrenz, der neue Zoodirektor, dieses großartige Konzept für den grünen Zoo Wuppertal entwickelt hat. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung ist. Er ist ein grüner Zoo, er ist ein lebendiger Zoo, nicht nur im Sinne, dass die Tiere lebendig sind, sondern dass sich da auch was tut, dass immer mal was Neues passiert. Nicht nur, dass Nachwuchs geboren wird, sondern dass auch Gehege umgestaltet werden. Wusstest du, dass es Stofftapire gibt? Wusstest du das? Ja, aber im Zoo war man echtes, oder war das aus Stoff? Ja, nee, das sind ja Elektro. So animiertes. Nee, das sind Elektro. Auch, ich gehe auch heute noch davon aus, dass das Krokodil dort ein Elektrokrokodil ist. Schon immer, gerade zu meiner Jugendzeit und auch Schulzeit noch, haben wir uns immer nachts schon da getroffen und haben darauf gewartet, dass es losgeht und sind dann über den Flohmarkt geschlendert. Und das habe ich eigentlich weiterverfolgt. Immer wenn ich die Möglichkeit hatte, dass man ganz, ganz früh aufgestanden ist, da hingegangen ist, mit Taschenlampen, dass das abgegangen ist. Und das war schon schade, dass das nicht stattgefunden hat ein Jahr. Weint. Traurig, ich bin wirklich, also dieser... Marco ist ja aus Vogel. Also, ich bin ja quasi auf dem Flohmarkt groß geworden, gezeugt worden, hat dort seine eigenen Kinder gezeugt und will da auch begraben werden. Deswegen ist es natürlich schön, wenn er wieder läuft, sonst ging das gar nicht. Also mal ganz ehrlich, nach Vohwinkel komme ich selten, aber ich freue mich natürlich für die Vohwinkler, dass die wieder ihren Flohmarkt haben. Das finde ich richtig super, aber wir in Heckinghausen haben das schöne Bleicherfest. Wenn jetzt wie diese Stromschiene, wenn sowas abreißt, das war ja wirklich einfach nur Glück, dass kein Mensch drunter stand. Ich glaube, das haben die Stadtwerke im Griff, die haben das erkannt, die haben es gesehen. Es handelt sich ja offensichtlich auch um einen Wartungsfehler, also einen menschlichen Fehler. Das kann man nie ganz ausschließen, das ist halt einfach so. Man kann aber die Risiken minimieren, das machen die, glaube ich. Und dann bin ich optimistisch, dass die Schwebebahn funktioniert. Sie muss auch funktionieren, wenn es zur Sperrung der B7 kommen sollte, dann muss natürlich die Schwebebahn fahren. Ja, also die Schwebebahn ist Wuppertals wichtigstes Verkehrsmittel, da führt gar kein Weg dran vorbei. Also das war jetzt eine schlimme Zeit, finde ich, als die Schwebebahn nicht gefahren ist und der Schwebebahnersatzverkehr, das ist ja das Grauen überhaupt. Ja. Ich bin froh, dass sie wieder fährt und ich freue mich auch auf die neuen Wagen. Warum nicht mal was Neues wagen? Tuffi hat es überlebt. Ne? Hm? Tuffi hat das auch überlebt. Ne? Tuffi ist ja rausgesprungen, ja. Der hat die Schwebebahn ja kaputt gemacht. Ja. Der hat die kaputt gemacht, genau.